Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem Busfahrschule OE-Kanal. Heute mal was ganz anderes. Ich habe das selber nicht aufgenommen, aber habe es mal hier auf YouTube entdeckt und werde es für euch so ein bisschen kommentieren. Und zwar sind wir hier in Italien, eine Bergstraße nach Amalfiküste nennt sich das hier. Und Leute, ich sag euch, es ist wirklich schön anzuschauen. Aber auch gefährlich. Jetzt werdet ihr sagen, warum gefährlich? Dann beobachtet mal das Geschehen, was hier alles so passiert. Der Fahrer, der macht das schon richtig, der hupt. Nachts würde man die besser fahren. Dann kann man nämlich so mit Lichthupe und so wissen, ob einer entgegenkommt oder nicht. Ach du Scheiße. So, was macht jetzt ein Busfahrer in so einer Situation? Wie ihr sehen könnt, beide Busfahrer wissen sofort, was zu machen ist. Das ist wirklich ziemlich eng. Ja, der eine, der setzt jetzt ein bisschen zurück. Aber man sieht jetzt schon auch der Überhang, da die Felsen und so. Da muss man auch aufpassen mit den Spiegeln. Aber was diese Busfahrer hier praktizieren, das kann man sich hier in Deutschland gar nicht vorstellen. Für die ist das schon wie Alltag. Dann quetschen sich auch noch so komische Kleinbusse noch hier rein dazwischen, die es nicht abwarten können. So, jetzt hat er wohl die Möglichkeit, dass es klappt. Das ist wirklich Millimeterarbeit. Guckt euch das mal an, Leute. So, er freut sich, er hat es geschafft. Kann ein bisschen Gas geben. Ach du Scheiße, was jetzt? Kommt da noch einer entgegen? Das kann doch nicht normal sein. Der signalisiert ihm, Mensch, hau doch ab da. Könnt ihr sehen im Hintergrund, da kommt noch ein Bus. So, jetzt ist der Salat perfekt. So, jetzt heißt es wieder Geduld, nicht aufregen. Irgendwie wird es schon passen. Aber der andere Busfahrer scheint noch ein Anfänger zu sein oder so. Er weiß nicht, was der Busfahrer hier von ihm will. Er sagt, komm. Hinter ihm sind auch noch ein PKW und noch ein Bus. Aber der traut sich irgendwie nicht. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an, Leute. Er sagt, komm, komm. So, erstmal den PKW vorbeigewunken, damit er hinten ein bisschen Platz hat. Der PKW hat es irgendwie geschafft. Guckt euch das mal an, wie eng das für den PKW schon war. Wir wollen hier mit zwei Mann hier durch den Tunnel. Und der Bus, in dem wir hier sitzen oder hier mitfahren, das scheint ein Iveco zu sein. Ein Überlandbus ist kein direkter Reisebus. So, jetzt entschließen die sich rückwärts zu fahren. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an, Leute. Das ist ja richtiges Quälen. Aber die machen das tagtäglich da, diese Straße hoch, runter. Ganz nah an den Spiegel. Wenn er nur einmal das Glas antitscht, ist direkt die Scheibe kaputt. Aber irgendwie haben wir das geschafft. So, aber da steht jetzt noch ein Bus. Und eine Kurve. Mal gucken, wer zuerst fährt. Okay, der Weiße nimmt jetzt einen großen Bogen, damit er hier rumkommt. Das müsste eigentlich klappen. Der
De Agostino, ein Travel-Bus, ein Setra war das. So, jetzt nur noch, ach du Scheiße, ich habe gedacht, jetzt nur noch ein Motorrad, aber das geht da noch weiter hier, ist ja wie ein Stau. Der kommt wirklich nicht voran hier. Eine viel befahrene Straße. Jetzt unterhalten sie sich noch ein bisschen hier. Aber das sind alles erfahrene Busfahrer. Die kennen ihre Maße von dem Bus. Und dass das hier auch, trotz dass es so eng aussieht, wohl klappt. Ach du Scheiße, guck mal, da hinten sind noch mehr große Busse. Natürlich warten jetzt die PKWs, damit der Bus hier vorbei kann. Und jetzt muss man auch noch da die Kurve kriegen. Der Busfahrer muss jetzt erstmal da wegwinken, weil er braucht ja Platz. Ja, der steht da natürlich voll im Weg da. Ah, irgendwie hat es geschafft. Aber guckt euch das nur an, das ist wirklich eine Quälerei. Wenn die wenigstens teilweise immer so Ampeln gemacht hätten, einmal von vorne, dass die Vorfahrt haben, dann die von hinten. Aber nein. Andere Länder, andere Sitten, andere Weiber, andere, ja, ihr wisst, was ich meine. Selbst so ein Kleinbus, der braucht schon so viel Platz. Guckt euch das mal an. Und plus noch Serpentinen in den Bergen und eng. Und dann auch noch so viele Fahrzeuge auf einmal. Und Tunnel, da ist wieder noch ein Tunnel da hinten. Jetzt ist aber alles stecken geblieben hier. Jetzt geht gar nichts mehr. Oh, hinten sind auch noch Busse. Ja, toll. Schreibt mir das mal in den Kommentaren, ob einer schon mal hier gewesen ist oder ob er das kennt. Guck mal, wie eng das da unten wieder ist. Er sagt, Mensch, verpiss dich doch da hinten. Aber irgendwie sind sie doch durchgekommen. So Leute, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, hier so ein bisschen mal Italien, andere Länder, andere Straßen, andere Busfahrer mal zu sehen. Wie ihr sehen könnt, das war ja auch hier so ein Linienbus, ein Überlandbus. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wenn euch das gefallen hat, können wir sowas nochmal wiederholen. Bis in einem anderen Video, euer Mehmet Oey.